Hallo ihr Lieben! Ja, heute melde ich mich mal etwas ungewöhnlicherweise mit einer Aufnahme von meinem iPad, weil ich diese Woche irgendwie so einen kleinen eine kleine Unglückssträhne habe wegen meinen ganzen Geräten, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so richtig funktionieren wollen. Das ist wahrscheinlich die Hitze, die dahinter liegt. Genau, deswegen heute auf diese Art und Weise. Worüber wollte ich heute reden? Ich wollte heute darüber reden, dass ich eigentlich glaube, dass das Leben für uns tausend wunderbare Dinge bereithält und dass wir manchmal aber uns wie selbst sabotieren und gewisse Dinge aus irgendwelchen Gründen nicht tun und dadurch eigentlich unser eigenes Glück oder die Dinge, die passieren könnten oder sollen, eigentlich verhindern. Was meine ich damit? Ich habe gestern mich ein bisschen mich über meine Bequemlichkeit geärgert. Denn all meine Lieben sind aus der Stadt ausgeflogen und ich saß zu Hause und habe dann einen Anruf bekommen, beziehungsweise mit einem Freund telefoniert, der gesagt hat, hey, komm vorbei, ich bin noch eingeladen auf eine Dachterrassenparty, komm doch mit. Und habe gesagt, ja, ich melde mich mal. Und ja, was habe ich letzten Endes getan? Irgendwie so, naja, ist doch ganz so bequem zu Hause, ist irgendwie so warm und jetzt nochmal losgehen. Habe tausend Ausreden gefunden, was mich letzten Endes dann auch selbst genervt hat, weil ich ja dann trotzdem zu Hause geblieben bin und früh ins Bett, was ja nicht schaden kann. Aber das war nicht ganz der Plan. Aus diesem Grunde habe ich mir jetzt vorgenommen, eine Woche lang quasi das Ja-Sager-Experiment durchzuführen. Das bedeutet so viel, dass ich zu all den Dingen, zu denen ich eingeladen werde oder die mir vorgeschlagen werden, ein klares Ja sagen werde. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie die Woche verläuft, weil ich glaube, das wird sehr spannend. Und ja, mich würde natürlich interessieren, wie geht es euch? Hängt ihr manchmal auch? Seid ihr so im Couch-Potato-Mood? Oder probiert es doch einfach auch mal aus und lasst uns austauschen, wie die Woche letzten Endes abgelaufen ist. Letzte Woche habe ich ein Video gemacht über eine gesunde Haltung und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich glaube, es wird heute wieder sehr heiß. Vergesst nicht, einiges an Flüssigkeit zu euch zu nehmen. Lasst euch gut gehen, seid wild, seid unersättlich und bis ganz bald. Tschüss!